Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von Flower Design als Kreativ mit Kathi. Das bin natürlich ich und ich freue mich über meine kurze kinderfreie Zeit. Die möchte ich nutzen, um euch meine neue Idee zu zeigen. Die ist vor 2 Tagen entstanden, aber geliebäugelt habe ich mit diesen dicken, fetten Ligusterbären jetzt schon ganz, ganz lange. Aber mir ist irgendwie nicht eingefallen so richtig, was ich damit mache. Natürlich Kranzbinden und sowas. Aber ich wollte irgendwie mal ein Gesteck machen und mit Gestecke tue ich mir immer so ein bisschen schwerer. Keine Ahnung warum. Aber deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass was Schönes draus entstanden ist. Das sind einmal große, einmal kleine Teller. Das ist eine Kombination. Das ist jetzt kein Gesteck. Das ist jetzt eigentlich mehr so eine Füllung. Ich habe mir dazu noch ein paar Maisblätter geschnitten. Und jetzt in dem Fall einfach ein größeres Glas genommen, was so ein bisschen in den Teller reinpasst. Je nachdem, wie breit es ist, jetzt nicht so schlimm. Also wenn es noch ein bisschen kleiner ist, ist es auch nicht so dramatisch. Es sollte von den Proportionen halt irgendwie zum Teller passen, weil die Füllung könnt ihr so machen, bis es am Glas ist. Also da könntest du so viel nehmen, wie ihr wollt. Ich habe als kleine Erhöhung in dem Teller drin einfach eine Holzscheibe, ihr könnt euch aber auch Moos nehmen, aber nur ungefähr ein Stückchen größer als das Glas ist. An der Seite habe ich dann so ein Stück ringsherum frei und da habe ich mir die Maisblätter dann einfach gerollt und um mein Glas drumherum gesteckt. Irgendwann ist es dann relativ eng, da kann man sie dann auch wieder ein bisschen so nach oben ziehen. Eins weiter unten, eins weiter oben. Und die nächste Reihe, die zweite, ist ja dann automatisch erhöht, weil da ja entweder euer Moos oder eben auch so eine Holzscheibe drin liegt. Ich guck mal, ob ich es euch irgendwie zeigen kann, ohne dass mir alles rausfällt. So, also da ist eine Holzscheibe drin. Ich denke, ihr könnt es erkennen. Das nehme ich nochmal weg. Und da steht dann praktisch mein Glas drauf. Und an der Seite ist aber frei. So, das kommt dann wieder rein. Dann stelle ich mir eben als erstes, mache ich die Holzscheibe rein. Dann stelle ich mir das Glas auf meine Holzscheibe drauf. Und dann fange ich an, die Reihen mit den Maisblättern. Die wickel ich mir einfach so um meine Hand, je nachdem wie groß eure Hand ist. Könnt ihr ja auch nur ein paar Finger nehmen, wie ihr das wollt. Und dann stecke ich mir die praktisch immer so rein. Halte ich mir die Spitze ein bisschen fest. So. Und dann habe ich so schöne Rinde gefunden. Die ist so schön gebogen. Ihr könnt auch was anderes nehmen oder ganz ohne Rinde machen oder einfach nur so kleine Rindenstücke mit reinstecken. Wenn ihr jetzt irgendwie sowas in der Art habt, könnt ihr das ja auch vielleicht einfach so mit dazu reinmachen oder außen dann mal mit hinstecken. Das ist ganz egal, wenn ihr jetzt eben solche Runden nicht habt. Ich habe sie, Gott sei Dank. Und die habe ich mir jetzt mit rein gesteckt, weil es ja dann so schön passt von der Form. Und in diese Rinde habe ich mir meine Ligusterbeeren gefüllt. Zumindest mal in eine. Das ist dann nochmal die andere, die war jetzt da vorne in der Lücke. Da habe ich mir jetzt vorne ins Maisblatt ein paar Ligusterbeeren. Und eins mache ich mir jetzt in die Rinde noch so ein bisschen mit rein. Ja, und dann hat es auch relativ gut Festigkeit. Da könnt ihr dann die Maisblätter so ein bisschen nach oben ziehen dann. Und dann bleibt die eigentlich von alleine stehen. Wenn nicht, dann nehmt ihr ein bisschen einen Heißkleber und klebt einfach an der Holzscheibe unten ein bisschen fest. Ihr könnt das ganze Prinzip auch machen, wenn ihr keine Ligusterbeeren habt, mit anderen passenden Bärchen, die euch gefallen. Oder ihr bleibt bei der Hagebutte. Da habe ich dann einfach so ein Kränzchen rum gemacht. Das habe ich mir aufgepiekst auf so einen dünnen grünen Draht. Und den habe ich vorne nochmal mit der Drahtschere ganz spitz abgeschnitten. Und dann schaut ihr, dass ihr ein bisschen die reiferen Hagebutten nehmt. Die lassen sich besser durchstechen. Und dann habe ich mir den Kranz gemacht, habe nochmal so ein kleines bisschen von dem
Maisblatt abgerissen drumherum und dann einfach nochmal so ein bisschen Golddraht, dann habe ich die Wiederholung zu meinem Teller. Und innen rein habe ich dann einfach nochmal eine Duftkerze an Kerzenglas gestellt, weil das jetzt einfach am besten gepasst hat. Die Farbe, ich habe bloß eine weiße Stumpfkerze und die hat mir jetzt nicht gefallen. Und dann sieht das Ganze so aus. Und das ist eine wirklich ganz schnelle Deko, die sehr, sehr schön aussieht, finde ich. Und im Prinzip würde das ja schon reichen, aber jetzt zeige ich euch natürlich mein Gesteck, was ich noch gedacht habe dazu. Das sind die gleichen Materialien. Und das ist dann einmal eben der Teller in klein und da habe ich meine Glasschale drin. Und wieder so, dass ich außen eine Lücke habe, in die ich mir dann meine Maisblätter einrollen und reinstecke. Und das ist jetzt eigentlich genauso wie da, bloß dass jetzt der Glasteller in der großen eine Holzscheibe ist. Also die geht auch nicht bis zum Rand raus, sondern da ist noch eine Lücke. Und dann, wie gesagt, fange ich an, die Maisblätter, die könnt ihr so ein bisschen drücken mit den Daumen. Erstmal und dann, um meine Hand zu wickeln. Das ist jetzt ein relativ festes, das ist aber nicht so schlimm, wenn das dann da so raussteht. Dann schneide ich mir das einfach ein bisschen ab. Und dann wird es, wie gesagt, einfach so drumherum gemacht. Zählt ja dann automatisch, da braucht ihr nichts kleben, indem dass ihr das da einfach reinsteckt. Und das mache ich jetzt einfach einmal außenrum um das ganze Glas. Dann sollte das Ganze so aussehen, wenn es fertig ist. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, das wird einfach, wie gesagt, um die Hand gerollt oder um die Finger und dann einfach reingesteckt. Das hält von ganz von alleine. Innen drin ist mein Steckschwamm und Wasser dann schon vorbereitet. Und dann fange ich an, das Ganze zu befüllen. Ich habe hier so ein bisschen Rinde, die will ich noch so außen rum. Das sind einfach nur drei so kleine Reste. Dann ist da schon mal ein bisschen Steckmasse einfach abgedeckt. Und dann habe ich noch von meiner Hecke diese schönen Ranken geschnitten und die machen mich so an, weil es einfach diesen Schwung so schön mit hat. Und die stecke ich jetzt zu Anfang mal mit rein und versuche auch, dass ich die Wuchsform ausnütze. Die kann man auch nochmal so ein bisschen nachbiegen. Verlasse ich jetzt mal noch und dann fange ich an, meine Ligusterbeeren zu stecken. Dann ist auch schon ein paar so die erste schwarze Färbung, die werden ja schwarz. Aber wenn sie jetzt so grün sind, dann halten die natürlich auch ganz toll. Wenn ihr die ohne Wasser verwendet, dann werden die auch irgendwann schwarz und runzeln dann so ein bisschen ein. Aber wir haben ja in dem Fall jetzt Wasser, weil es ja wie gesagt mal ein Gesteck ist. Und die fange ich jetzt an. Da will ich die schönen Geraden auch haben. Relativ gerad. Ganz eng aneinander zu stecken und da stecke ich mir so die erste Hälfte ungefähr aus. Ganz eng aneinander eben.
Dann habe ich nochmal meine Rinden. Die möchte ich mit rein. Die könnt ihr euch auch, wenn sie nicht so schön halten wie bei mir jetzt hat, einfach ein bisschen anbraten und dann reinstecken. Jetzt gucke ich mal, wo ich das noch hin will. Ich glaube, das mache ich jetzt am meisten gerade außen noch hin. Und das da vorne. Lasse ich hier jetzt nochmal ein, zwei Bärchen raus. Und dann habe ich nochmal einen von meinen selbstgemachten Kerzenständern. Die sind euch bekannt. Das ist von meiner Draherei. Wer da nochmal nachspitzeln möchte, der kann das in dem Video gucken. Die sind ganz einfach gemacht und da habe ich mir jetzt wieder ein paar gefertigt und habe die ins Wasser gelegt, weil ich will, dass die jetzt halt gerostet sind. Das haben sie auch getan. Das geht auch relativ schnell, also ein, zwei Tage und dann rosten die schön. Und ich finde das jetzt genial zum Herbst. Unten ist dann mein Nagel dran und dann stecke ich mir das einmal hier in die Rinde rein. Und dann hält mir das wunderbar fest. So. Und weil ich jetzt aber noch ein bisschen Farbe dazu möchte, ich drehe es jetzt mal zu euch. Halt, stopp. Eins habe ich ja noch. Und zwar meine Blümchen. Das sind meine Drahtblümchen, die zeige ich euch. Ist eigentlich auch relativ schnell zu machen. Ihr werdet es gleich sehen. Und die habe ich dann eben auch rösten lassen. Bevor ich jetzt lang blabber, fange ich einfach an, hätte ich gesagt. Dann nehmt ihr auch einfach diesen schwarz geglühten Draht und dann, so lang wie der Stiel ungefähr sein soll, spult ihr mal ab. So. Dreimal. Oben wickelt ihr dann rum. Einfach so ein paar Mal. Dass da oben das einfach schon mal ein bisschen dicker wird. Das unten könnt ihr jetzt mal ignorieren. Und wickelt und wickelt und wickelt und wickelt. So reicht es dann erstmal. Und dann macht ihr wieder Schlaufen, je nachdem wie groß euer Blütenblatt werden soll. So, geht wieder einmal rum, um den Stempel sozusagen, das in der Mitte, der Knubbel, der wird der Stempel. Dann haltet das wieder so ein bisschen mit dem Zeigefinger fest und macht daneben das nächste Blütenblatt. Am besten wieder einmal rum um den Stempel, wieder ein bisschen festhalten und das nächste Blütenblatt. Und so entsteht dann die Blüte, die Blume. Die habe ich schon im Sommer mal gemacht gehabt und jetzt irgendwie aber noch nie eine Verwendung gefunden. Und jetzt in dem Fall gefällt es mir zu dem Katzenständer dann sehr gut. Zeige es euch ja logischerweise, wie ich es dann reinstecke. Da könnt ihr einfach so zwischenrein dann wieder welche machen und dann eben so viele, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt gerade bei mir gezählt. Bei mir ist bei der einen jetzt sind es 9 Blütenblätter. Das mache ich jetzt da auch einfach mal so. Und wenn ihr die dann alle habt, zieht ihr euch die ein bisschen hin, so wie ihr sie haben wollt, an der Stelle. Könnt ihr auch so ein bisschen hoch und runter biegen, wie eben so ein Blümchen ist. Und dann geht er jetzt halt mit dem Draht
nochmal hoch, runter, überall so um den Stempel rum, dass das Ganze dann auch Festigkeit hat. Und dann entsteht eure Drahtblume. So. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann macht er den Stiel noch fertig. Zieht er jetzt nach unten. Da kommen dann noch die Blütenblätter hin. Ein, zwei Stück. Und dann gehe ich da eigentlich einfach noch mal ein paar Mal rum, dass das schön eng zusammen ist und dann habe ich meinen Stiel auch fertig. Also ganz so lang dauert es, wie gesagt, nicht. Bisschen eine Spielerei und eine Übungssache. Bei mir sieht man es jetzt auch, dass ich es schon länger nicht mehr gemacht habe oder dass ich die im Sommer schon gemacht habe. Die ich vorbereitet habe, da ist der Stempel schöner, da ist er jetzt ein bisschen platt, macht aber nichts. Sind alles Unikate. Ist jetzt natürlich noch nicht gerostet, muss es auch nicht, wenn es euch nicht gefällt. Die kann man wunderbar auch so verwenden. Oder als Gartenstecker eben machen. Draußen rostet es ja dann sowieso, wenn es regnet. Oder wie gesagt, ihr legt es dann ins Wasser, wenn ihr wollt, dass es rosten soll. Ich lasse jetzt da unten dann auch eine kleine Schlaufe, weil ich das dann wieder an einem Draht oder in dem Fall bei mir jetzt an einem Schaschlikspieß festgemacht habe oder Zahnstocher, wo ich es dann einfach irgendwo reinstecke. Ja, fertig ist das Drahtblümchen. Viel Spaß dabei. Und die habe ich jetzt, wie gesagt, vorbereitet, schon gerostet und möchte die jetzt da noch mit reinhaben. Sieht echt ganz schön aus. Also wem es gefällt. Und passt jetzt einfach mit dem Braun, mit dem Rostigen, einfach schön zum Herbst. So. Rutscht mir. So. Und weil ich jetzt aber doch noch ein bisschen Farbe rein will, obwohl man das so auch schon ganz gut sehen kann. Aber es ist ja Herbst und da gehört ein bisschen Farbe dann oft mit dazu. Habe ich mir jetzt einfach ganz viele Hagebutten schon mal angefangen aufzupieksen und eben auf diesen grünen Draht. Das mache ich dann fest. Da piekse ich da nochmal rein in eine und verbiege, mache mir dann einen Haken hin, dass das zusammenhält. Mal reinstechen, so. Und dann piekse ich weiter und suche mir etwas reifere eben aus, dass ich da schön durchkomme. Manche sind nämlich echt total hart. Ich habe mir aber den Draht, wie gesagt, auch schön angespitzt. Dann funktioniert es ganz gut und auch relativ schnell, wie ihr seht. So, jetzt lege ich mir die schon mal so ein bisschen rum und biege mir das. Und dann mache ich mir das einmal hier rum fest. Ihr könnt es auch ganz als Kranz rummachen. Ich mache es jetzt nur, ich lasse hinten jetzt einfach ein Stück auf, weil ich da nur einfach so die Linderring reinlege. So, fertig. Ja. Hab das jetzt, wie gesagt, einfach links und rechts da noch reingesteckt, mein Hagebuttenkränzchen, Halbkränzchen, und habe jetzt einfach nochmal in die eine Rinde, in die Runde so ein paar Hagebutten eingefüllt, nochmal als Farbklecks.
und finde das jetzt ein sehr süßes Gesteck. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eins gemacht habe. Schon mal ein Gesteck? Ist ja auch wurscht. Jetzt habt ihr hier mal ein Gesteck. Und das stelle ich mir, ich weiß gar nicht, stelle ich mir das als Kombi? Ich denke, ich werde mir das wieder so als Kombi jetzt hinstellen. Die Dekoration mit dem Teller ist wie gesagt ganz easy. Das Gesteck ist ein bisschen aufwendiger. Wer Bock hat, die Blüten nachzumachen, dem wünsche ich viel Spaß. Und ansonsten war es das von mir. Ich glaube, meine Bande kommt jetzt jeden Moment nach Hause. Ich freue mich, dass ich es wieder geschafft habe und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ja, und wenn ihr euch auch freut oder gefreut habt, dann lasst mir am besten ein Abo da für die nächste Idee. Ich freue mich wieder über jedes Like und über jedes schöne Kommentar von euch. Und ja, im Moment scheint bei uns ein bisschen die Sonne. Links um mich rum wird auch überall Rasen gemäht. Ich glaube, das mache ich jetzt dann auch noch. Ja, und dann wünsche ich euch alles Gute, schöne Tage. Schicke euch ganz, ganz liebe Grüße nach Hause und sage bis ganz bald. Tschüss und ciao, eure Kathi.